Hier haben wir von JJC die sogenannte MC Series, und zwar sind das Speicherkarten Hardcases, beziehungsweise also Speicherkarten-Schatullen, wenn man so möchte, wo man halt Speicherkarten drin aufbewahren kann. Wir haben noch andere Speicherkarten-Behälter, Cases bei uns im Shop. Mein Gott, Cases, Behälter, mein Gott, wir bieten ja noch alles durch. Und diese neue Reihe ist halt eben dahingehend anders, dass sie auch die sogenannten XQD-Karten dann jetzt in sich aufnehmen kann. Ich habe mal ein etwas älteres Modell, ganz normale Speicherkartentasche, die wir halt schon längere Zeit auch vertreiben, hier auch von JJC. Die sehen dann so aus, ne? Passen also SD-Karten rein oder CF-Karten. Das Ganze kann man hier noch drehen und ist halt eben so vom Prinzip und von der Funktionalität halt eben gleich. Nur die Benutzer von XQD-Karten haben also jetzt hier den Vorteil, dass wir also auch die jetzt hiermit dann bedienen können und sie ihre Karten halt eben auch dann spritzwassergeschützt und gut transportieren können. Auch die neue Serie für die neuen Karten ist von der Funktion her halt so wie die alten. Ich zeige Ihnen das nochmal eben. Hier haben wir so den Verschluss, das ist die Schließe. Die muss man hier einfach dann so aufklappen und dann kommt man hier an das Innere ran. Leider Gottes habe ich jetzt von diesen XQD-CF-Karten keine hier. Ich kann Ihnen das nur halt eben mit normalen CF-Karten zeigen. Das sind also hier die Ablagefächer. Hier würden dann die anderen Karten reinkommen. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine CF-Karte rein. Dabei gibt es eigentlich nichts Großartiges zu beachten, außer vielleicht einen kleinen Tipp von mir. Wir haben hier so eine kleine Aussparung an den Seiten. Das ist halt eben dafür gedacht, dass man halt eben ein bisschen leichter an die Karten rankommt. Je nachdem, wie es um Ihre Finger bestellt ist, würde ich also immer empfehlen, dass man die offene Seite der CF-Karten einfach dann immer hier Richtung Innenseite anbringt. Das Ganze wird hier einfach reingemacht. Wenn Sie ganz genau hinsehen, dann können Sie auch sehen, dass hier in den Ecken jeweils so kleine Abstände drin sind, die das Ganze dann auch ein bisschen auf Spannung halten. Das heißt, die Karten, die können also hier jetzt auch nicht rausfallen, die bleiben dann einfach hier drin. Und der Vorteil ist halt eben denn der, wenn Sie jetzt hier die geschlossene Seite haben an den Aussparungen, dass Sie hier einfach da mit dem Finger hier so reinpörkeln können, wenn man das so sagen kann, und die Karte einfach rausnehmen. Nicht, dass Sie dann hier irgendwas unter dem Fingernagel haben und das Ganze dann hier in die Karte reinsemmeln, das muss ja nicht sein. Das ist mal so generell und prinzipiell. Das also hier die Karten bzw. das Etui für die CF-Karten und die XQD-CF-Karten. Wir haben also drei verschiedene Modelle im Angebot. Das eine ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da haben wir also Platz für drei von diesen XQD-Karten. 1, 2, 3 und zwei CF-Karten. Und dann haben wir hier noch zwei andere Modelle. Und zwar einmal hier mit für drei XQD-Karten und vier SD-Karten. Und dann hier noch einmal für, jetzt muss ich gucken, für sechs XQD-Karten, also für ganze sechs Karten der neuen Serie hier bei uns im Shop. Das Ganze ist also hier auch dann laut Produkttext spritzwassergeschützt. Das bedeutet, hier ist eine Gummidichtung drin und die greift dann, wenn Sie hier jetzt die Karte zumachen, machen wir mal die beiden Kandidaten hier weg, die greift also dann hier in diese Aussparung halt eben, die sich hier im Deckel befindet, und dadurch ist das Ganze spritzwassergeschützt. Spritzwassergeschützt bedeutet aber auch, dass Sie das jetzt nicht einfach hier unter das Wasser halten können, also jetzt irgendwie in so einem Eimer oder irgendwie mit in die Botanik in den See reinspringen können, weil Druck natürlich nicht. Das bedeutet also wirklich nur Wassereinflüsse von außen, also Spritzwasser, aber das Ganze ist nicht dafür gedacht, dass man damit also tauchen kann. Das geht natürlich nicht. Vor allen Dingen macht ja auch keinen Sinn. Versucht mal so eine CF-Karte unter Wasser zu wechseln, das macht ja nur überhaupt keinen Sinn. Also, das jetzt hier die drei neuen Cases, die wir bei uns haben, die MC-Series von JJC, hier bei uns im Shop.